dieser Film in der ersten Besprechung darüber, Kritik, bevor der Film überhaupt fertig war, wurde das als ein antisemitisches Verschwörungsmachwerk mit schwachsinnigen Parolen und Kommentare. Viele dieser Kommentare sind von Einstein, von Goethe, von Pestalozzi, Chagaff oder sonstigen, die besten Köpfe in der Welt gemacht worden. Und da kommt so eine Kritik, das sagt doch alles. Wir müssen unser Schicksal in die eigene Hände nehmen, denn die anderen tun es nicht. Nochmal abgesehen von Greenpeace und anderen Organisationen, die natürlich auch höllisch unter Druck stehen. Greenpeace hat mir gesagt, so einen Film hätten wir nicht machen können, da wären wir die Gemeinnützigkeit los. Wir haben unseren Part in der Gesellschaft, wo wir versuchen, auf unsere Art und Weise Dinge offen zu machen. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst mit Menschen zu kooperieren, die auch noch dieses Wissen haben und auch noch diese Energie haben, für unser gemeinsames Ziel, eine lebenswerte Welt hier aufzustehen, das zu tun. Ich bin ja, heute ist ja ein Festtag, endlich haben wir den Film fertig und hoffentlich können wir ihn viel zeigen. Und hoffentlich bewirkt er etwas, weil das ist unsere Intention gewesen. Dass wir etwas zum Besseren wenden können, dass wir die Vernichtung des Menschen aufhalten können. Aber wie? Wie, ja. Aber auch, was ist das, wenn da gesagt wird, Japan ist gezwungen worden durch diese Tsunami-Waffe oder Erdbebenwaffe, was ist das? Das klingt ein bisschen verschwörungsmäßig. Da kommt dann hinterher nichts mehr dazu. Darauf können wir gar nicht antworten. Draußen ist ein ausgezeichnetes Buch von Dr. Rosalie Bertell, Nobelpreisträgerin und. Die übrigens Resolution mit über 100 Nobelpreisträgern zu diesem Hauptthema gemacht hat. Wer mehr wissen will, der soll das Buch lesen. Da waren ja nur viele andere Punkte noch, nicht? Ich kann da nicht auf alle eingehen. Also erstmal wollte ich sagen, ich finde den Film großartig und so erschütternd und er muss in den Bauch gehen und ich habe geheult. Auf die sicherlich für manche Leute sehr seltsame Einblendung, sowohl von dem Tschernobyl-Unfall und dem wahren Grund des Reaktorunfalls. Wer sich dann informieren will, der sollte das Buch sich vorne mal angucken von Rosalie Bertell, was ich übrigens heute zum halben Preis, also statt 20 Euro für 10 Euro da liegen habe. Und dann geht Ihnen einiges auf. Weil diese Frau hat jahrzehntelang geforscht, was skalare Waffen sind. Leutnant Colonel Bearden
1988 schon vor einem kleinen Kreis, das Video liegt mir vor, zum Besten gegeben mit den gesamten Geschichten, warum Tschernobyl in Wirklichkeit in die Luft geflogen ist. Und das ist der höchste Chef dieser ganzen Forschung in den USA. Und nebenbei derjenige, der das Kommando gegeben hat, warum die Amerikaner gegen den russischen Angriff skalarer Art gegengehalten haben. Und wer das interessiert, der möge bitte auf meine Seite gehen, www.chemtrail.de. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Und was in Fukushima passiert ist, ist auch ganz anders, wie es offiziell dargestellt wird. Auch darüber gibt es sehr gute Informationen. Diese Tschernobyl-Story ist so ein irrer Kram, was die uns immer wieder da erzählen wollen, dass es diese Übung gab. Das stimmt so nicht. Ja? Und was in Fukushima da abgegangen ist, war auch ganz anders. Ja, können wir nicht erschöpfen. Okay. Das wird zu ausführlich. Das ist die Literatur da draußen, da kann man sich schlau machen. Genau.